Das war ein Aufruf des Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble zur Friedlandhilfe. Gestern Abend, verehrte Zuschauer, konnten Sie im ZDF den Film Und ewig singen die Wälder nach dem Roman des Norwegers Gulbrandsson sehen. Heute Abend zeigen wir die Fortsetzung Das Erbe von Bjørndal. Produziert hat die beiden Filme Alfred Teichs, der auch für so unterschiedliche Filme wie Die Feuerzangenbowle, Keutners Große Freiheit Nummer 7, Die Berliner Ballade und Wikis Brücke verantwortlich war. Alfred Teichs wird morgen 85 Jahre alt. Zuschauer, das erfahren Sie bereits morgen um 17.45 Uhr und ab nächster Woche dann jeden Dienstag im Hauptabendprogramm, nämlich um 19.20 Uhr. Heute Redaktion. Bundeskanzler Kohl und US-Präsident Bush haben ihre zweitägigen Beratungen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David beendet. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor, Sir. Sind Sie beim Fernsehen? Nicht die Boni, Sie verwechseln mich mit Fred Feuerstein. Null Probleme. Du bist doch kein Fettsack-Huhn. Kümmern Sie sich um Übersetzer, aber auch... Guten Tag, verehrte Zuschauer. In New York ist ein Flugzeug in das World Trade Center gestürzt. Über Verletzte oder Tote gibt es bislang keine Angaben. Mehr dazu über die weitere Entwicklung der Nachrichtenlage in den folgenden Heute-Sendungen. Thank you.
besser. Langfristige Aufgabe. Darin ist sich Deutschlands politische Klasse einig. Bei der Frage, wie das zu lösen ist, nicht. Guten Abend zu Berlin direkt. Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. September 2017. Es ist Wahltag in Deutschland. 61,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, den neuen Bundestag zu wählen. Ein Wahlsonntag und ein Laufsonntag. Der Berlin-Marathon zog heute zehntausende Läufer in die deutsche Hauptstadt. Schön. Thank you.
der Unruhe gute Nacht. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Freitags wird aufgeräumt. Sokobi, Freitag, 18 Uhr. Legenden sterben nie so ganz. Fans auf aller Welt trauern um die unvergessliche Tina Turner. Mehr dazu gleich um 7. Die Ukraine kämpft um ihre Zukunft. Mit dem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel, dem Militärexperten Carlo Masala und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Maybrit Illner, 22.15 Uhr im ZDF. Und hat gleich mehr zum Sieg der deutschen Eishockeymänner. Ja, wir. Bleiben Sie zuversichtlich. Danke, machen Sie es gut. Das macht Spaß.